So, willkommen zu Teil meines Let's Plays. Ich bin gerade wieder an meiner Base angekommen. Zuerst einmal leuchte ich hier ein bisschen aus. Dann wird der wieder angebaut. Weil Essen im Biom zu bekommen ist nie so schwer. Redstone brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht sollte ich lieber irgendwo Wege finden. Wie ich im Trockenen nach unten komme. Ja, da ist schon Wasser. Das Equipment sollte ja auch am besten verbraucht werden. Ressourcen sparen. Endlich das lange Sehnte, eine Höhle, die trocken ist. Kupfer. Brauche ich aber nicht.
Bitte, komm nur so klein. Ja gut, also Zombies ist jetzt nicht unbedingt das, was ich brauche, aber in der guten Höhle sag ich nicht nein. Komm her, und Spinne, die hat Priorität, und Creeper. Wo ist der Kleine? Da kommen noch mehr. Alter. Was ist der Creeper? Oh mein Gott. Jetzt bloß keine Skelette. Ein Bergschrank. Und das wird's nicht. Ach du je. Diamanten. Diamanten. Das waren Diamanten. Okay, also ich baue mich jetzt durch die Höhle, versuche Diamanten zu erreichen. Ist aber irgendwie auch schon wieder klar, dass sie jetzt Wasser. Oh, oh nein. Ja, dann farm ich die Diamanten von oben.
Oh Mann, das wird direkt wieder geflutet. Keine gute Idee. Das heißt, ich muss irgendwie tiefer drunter kommen. Bleib mir bloß fern. Und nicht, dass ich wieder von den Skeletten getroffen werde. Perfekt. Tschüssi mit euch. Ja, mein Ziel ist erreicht. Wunderbar, endlich. Naja. Also, ich muss sagen, es ist ziemlich schwer, im Sumpfbiom an Essen zu kommen. Also im Mangrovenbiom jetzt komplett, weil gefühlt haben die Bäume gar keinen Apfel gedroppt und Fische, Truppenfische, kann man schwer essen. Aber, ich muss ehrlich sein, ich bin hier auch nicht gespawnt. Das heißt, normal würde man ja von woanders kommen und dann die Expedition ins Mangrovenbiom machen. Also, es ist möglich zu überleben. Das ist halt miese aufwendig. Vielen Dank, dass ihr euch mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Ihr könnt einen Kommentar schreiben, falls ich noch was machen soll, was ihr wollt. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Liked das Video, wenn es euch gefällt. Ciao.